als Jesus nun zu Tische saße und er das Osterlamm, das Bild von seinem Tod, mit seinen Jüngern aße, nahm er das Brot. Und wie er es dem Höchsten dankend brach, gab er es ihnen hin und sprach: Das ist mein Leib, kommt, nehmet, esset, damit ihr meiner nicht vergesset. Thank you.
und nach gesprochenem Lobgesang ging Jesus über Kidrons Bach zum Ölberg, da er dann zu seinen Jüngern sprach: Ihr werdet all in dieser Nacht euch an mir hängen, ich hab mich da verlassen. Wir wollen gewiss, denn also steht geschrieben. Ich entsiege des Abgrunds Schrecken.
ein schlammiger Morast, der grundlos ist bedecken. Mir presst der höllenwilde Glut aus Bein und Adern, Mark und Blut. Und weil ich noch zu allen Planen muss deinen Grimm, o Vater, tragen, vor welchem anderen Mörder leicht, so ist kein Schmerz, kein Schmerz, der meinem Glauben. Sich mit grausamem Erschüttern so, dass er kaum vor Schmerzen röcheln konnte. Man sah die schwachen Glieder zittern, kaum atmete sein trockner Mund. Das bange Herz fing an so stark zu klopfen, das blutger Schweiß in ungezählten Tropfen aus allen Adern drang, bis auf den Tod gequält, zerstückt, zermartert, halb entseelt, fast mit dem Tode rang.
Ein Engel aber kam von den gestirrten Bühnen, in diesem Jammer ihm zu dienen und stärket ihn. Drauf ging er, wo die Schar der müden Jünger war, und fand sie insgesamt in süßer Ruh. Drum rief er ihnen ängstlich zu: Erwachet doch, erwachet doch, erwachet, erwachet, erwachet doch, erwachet, erwacht, erwacht. Könnt ihr in dieser Schreckensnacht, da ich sink in des Todes Rache, Stunde mit mir wachen. Ermunter, euch, ach, steht doch auf, steht doch auf, ach, steht doch auf, der mich verrät ist da, steht doch auf, ermunter, ermunter, ach, steht doch auf, der mich verrät ist da, der mich verrät ist da. Noch geendigt war, kam Judas schon hinein und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen. Ein Zuschlag tot, 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 doch nein! Zum Zeichen lassen dienen. Dass ihr, wer Jesus sei, recht möget wissen, will ich ihn küssen. Und dann rinnt auf ihn zu mit hellen Haufen. Ihr sollt das nicht etwa. Sein Schwert hervor und hieb das rechte Ohr dem Knecht des hohen Priesters ab. Steck nur das Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert ergreift, wird auch das Schwert enthalten. Wie, oder glaubst du nicht, dass ich sofort von meinem Vater in der Höhe die Engelhilfe können erhalten? Allein, es will die Schrift, dass es also geschehen. Ihr kommt mit Schwertern und mit Stangen, als einen Mörder mich zu fangen. Da ihr doch, wie ich euch gelehrt, im Tempel täglich angehört, und keiner hat sich je gelüsten lassen, mich anzufassen. Es muss nun mir geschehen, was die Propheten längst vorher gesehen. Doch ach, sie sind schon fort. Was fang ich an?
Folg ich den andern nach, weil ich allein ihm doch nicht helfen kann. Nein, feiges Herz, nein, nein, ich lass ihn nicht allein. Sollt ich auch mein Leben gleich verlieren, will ich doch sehen, wohin sie Jesum führen. Nimm mich mit, verzagte Schade. Nimm mich mit, hier ist Petrus ohne Schwert. Hier ist Petrus, verzagte Schade. Hier ist Petrus ohne Schwert. Nimm mich mit, verzagte Schade. Hier ist Petrus ohne Schwert. Lasst, was Jesu widerfährt, mir auch widerfahren. Lass, was Jesu widerfährt, mir auch widerfahren, Nimm mich mit, verzagte Schafe. Nimm mich mit, hier ist Petrus ohne Schwert. Hier ist Petrus ohne Schwert. Und Jesus war zum Palast Kaiphas, wo selbst der Priesterrat versammelt saß, mehr hingerissen als geführet. Und Petrus, bald von Grimm und bald von Furcht gerührt, folgt ihm von Ferne nach. Indessen war der Rat doch nur umsonst geflissen, durch falsche Zeugen ihn zu fangen, der halben Kaiphas also zu Jesu sprach. Wir wollen dir von dem, was du begangen, und deiner Lehre Nachricht wissen. Was ich gelehrt, ist öffentlich geschehen, und darf ich es ja dir nicht hier erst sagen. Du kannst nur die, so mich gehöret, fragen. Du Ketzer, willst dich unterstehen, zum hohen Priester so zu sprechen? Wart, dieser Schlag soll deinen Frevel retten. Was wären Tanzen, Löwen, Glauben?
sahe Petrus an, der draußen bei dem Feuer sich heimlich hingesetzt. Indem kam eine Magd, die gleich, sobald sie ihn erblickte, sagt: Ich schwöre hoch und teuer, dass dieser Wurf von Jesus schaut. Wer? Ich? Nein, wahrlich, nein, du irrest dich. Nicht lange nach fing noch ein anderer an. So viel ich mich erinnern kann, bist du mit dem, der hier gefangen, fehl umgegangen. Drum wundere ich mich, dass du dich hierher wagest. Welch toll Geschwätz, ich weiß nicht, was du sagst. Ich kenne wahrlich seinen nicht. Gleich drauf sagt ihm ein anderer ins Gesicht: Du bist verwirrt von seinen Leuten und suchst umsonst dich heiß zu brennen. Im Garten warst du ihm zur Seite, auch gibst die Sprache zu erkennen. Ich will versinken, ich will versinken und vergehen. Wie stürzt es, wenn das Blitz uns da? Ein einzig Mal, dir diesen Menschen sonst gesehen, ich will vergehen. Wo ich auch nur ein einzig Mal hier diesen Menschen sonst gesehen, ich will vergehen, ich will versinken. Wie stürzt es, wenn das Blitz uns da? Wo ich auch nur ein einzig Mal hier diesen Menschen sonst gesehen, ich will versinken und vergehen. Auf krähte der Hahn. Sobald der heisere Klang durch Petrus Ohren drang, zersprang sein Felsenherz und lief, wie Moses Fels dort Wasser gab, ein Tränenbach die Wangen ab, wobei er trostlos rief: Welch ungeheurer Schmerz erstürmet mein Gemüt, ein kalter Schauer schreckt die Seele. Dunkel Marterhöhe entzündet schon mein zischendes Geblüt. Mein Eingeweide kreischt auf glimmen Kohlen. Wer löscht diesen Brand? Wo soll ich Rettung holen? Verzweifelt untergehen. Nein, beklemmtes Herz,
Mein schüchternes Gemüte soll meines Jesu Wundergüte um Gnade anflehen. Dass der Fürst der dunklen Nacht, der Fürst der dunklen Nacht, der das Gefühl gelacht, wie Gott meine Tränen weint, ob meinen Tränen. Oh,
Jesus nun, wie hart man ihn verklagte, doch nichts zu allem sagte. Da fuhr ihn Kaiphas mit diesen Worten an, weil man nichts aus dir bringen kann. Und du zudem, da diese dich verklagen, gar nichts willst sagen, beschwör ich dich bei Gott, Kunst zu gestehen, ob du seist Christus, Gottes Sohn. Ich bin's. Von nun an werdet ihr zur rechten Hand der Kraft und auf der Wolken Thron mich kommen sehen. O Lästerer, was dürfen wir nun weiter Zeugnis führen? Ihr könnt es jetzt so selber spüren, was er sich hat erkühnt. Was denket euch? Drauf rief der ganze Rat zugleich. Er hat den Tod verbrüht, so in Tod. Als Jesus abermal in Ketten eingeschränkt und mit abscheulichem Geschrei ward nach Pilatus hingerissen. Was für Schulden, was er dir schenkt, in die Fläche vergolden.
So
Pilatus Jesum fragt, ob er der Judenkönig wär, sprach er: Du hast's gesagt. Bestrafen diesen Übeltäter! Bestrafen diesen Übeltäter! Hast du denn kein Gehör? Vernimmst du nicht, wie hart dich verklagen? Und willst du nichts zu deiner Rettung sagen? Ja, aber sagte nicht es mir.
Jesus wunderte sich sehr und weil von den Gefangenen auf das Fest er einen pflegte loszuzählen, bemühte sich aufs Best, dass sie von ihm, vor Barabbas, der wegen eines Mords gefangen saß, doch möchte nicht Jesus wählen. Allein der Haufe rief mit grässlichem Geschrei: Nein, 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 diesen, nicht diesen, nicht, nein, 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 diesen. Mit eurem sogenannten König an.
das Blut mit Strömen von ihm ran. Da zogen sie ihm einen Purpur an und krönten ihn zu desto größerem Hohn mit einer Dornenkron. Dieses Hauptes Elfenbein, dein spröder Stachel ganz zerritzen. Verwandelt euch vielmehr in Stahl und Klingen, durch diese Mörder Herz zu dringen, die Tiger keine Menschen sein. Der verfluchte Strauch ist taub. Hör, wie mit knirschendem Geräusch sein Drachenzähmen gleiches Laub durchdringet Sehnen, Adern, Fleisch. Darauf beugten sie aus Spott vor ihm die Knie und fingen lachend an zu schreien. Ein Kind, das sei geboren, ein Kind, das sei geboren, ein Prinze sagst du, ein Prinze sagst du. Zu speien.
sie mit dem Rohr, das seine Hände trugen, sein schon blutrünstig Haupt zerschlugen. Thank you.
man ihm nun genug Verspottung, Qual und Schmach hat angetan, riss man ihm ab den Purpur, den er trug, und zog ihm drauf sein eigene Kleider an. Und endlich führten sie ihn, dass sie ihn kreuzigten, zur Schädelstätte hin. Zum Schädelhügel, wohin? Zum Schädelhügel.
und er trug selbst sein Kreuz. Ach, Herr, wie plagen! Städte Golgatha mit Namen, mit Jesus kamen, wurd er mit Gall und Wein getränkt und endlich gar ans Kreuz gehängt. Wisst ihr, was ihr tut? Wisst ihr, was ihr tut?
gekreuzigt war. Da losete die Schar der Kriegesknecht um sein Gewand und über seinem Haupte stand der Judenkönig angeschrieben. Und die vorübergingen, lästeten und trieben Gespött mit ihm, wie auch die bei ihm hingen. Stund, als dies geschah, rief Jesus laut und sprach: Eli, Eli, Lama
versprach zu fassen. Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlassen? Danach, wie ihm bewusst, dass alles schon vorbei, rief er mit lechzendem Geschrei, mich dürst, mich dürst. Ein Kriegsknecht hin, der einen Schwamm mit Essig angefüllt nahm und steckt ihn auf ein Rohr und hielt ihn ihm zu trinken vor. Hierauf rief Jesus laut mit ganzer Macht: Es ist vollbracht, vollbracht. Es ist vollbracht. Oh,
Thank you.
ja, es brüllet schon. In unterirdischen Grüften, es kracht bereits der Erdengrund. Des finstern Abgrunds schwarzer Schlund erfüllt die Luft mit Schwefeldüften. Was ist dies? Ihr Götter, wie wird mir zumut? Es fällt die Welt in schwarze Finsternis, in Duft und Nebel schier zusammen. Oh weh, der Abgrund kracht und schweigt ab. Und Glut, die Wolken schütteln. Jesus tut, hieran wohl Ursach sein. Ach ja, ich kann aus allen Wunden lesen, dir Sterbende sei Gottes Sohn gewesen. Was tust denn du, du, mein